nutzen, um die Kamera? Ja, ja. Zu checken. Ja, Sekunde. Alles gut. Erst gucken, dann schießen. Wenn Lita jetzt bei uns wäre, würde sie lächeln. Und sie wäre schon fast bei den Schiffen. Lita, hier würde ich ihr die Hölle heiß machen, weil sie nichts von dir erzählt hat. Pass auf dich auf, Julio. Okay, ich muss erst auf die Schiffe und alles platt machen, oder? Muss auch noch irgendwer rumlaufen. Was waren die? Alarmanlage erstmal ausmache. Ui, reicht aber nicht ganz. Oh, ich dachte gerade, da kommt da runter. Ich so, fuck. Clara, ich bin an Bord. Jetzt geht es um alles, Dani. Mach sie kalt und schreck nicht davor zurück, ihre eigenen Waffen gegen sie einzusetzen. Die Geschütztürme hauen mächtig rein. Hier ist Vasquez. Alles sauber, nichts zu melden. Verstanden, Julio. Raisa, deck dich auf, Dani. Bleib in Bewegung. Gracias, Raisa. An alle, lass niemanden an Bord. Wiederhole, niemanden an Bord. Oh, fuck. Schau nach oben, Dani. Juan Cortés ist da. Es gibt genügend Ziele für alle, Juan. Ja, scheiße, das war so nicht geplant. Hier schon hoch. Oh, das war so lecker. Ich wollte eigentlich alles sneaky machen, aber scheiße war's. Na, no, hör doch auf die Leiter runter zu gehen, Herrgott. Was brennt denn da auf einmal?
Hier ist es gefährlich. Ja, mach keinen Case. Deutlich mehr auf dem Boot, als ich gedacht habe. Ein Alarm. Das wirst du büßen, komm mir da. Komm runter! An alle, lasst niemanden an Bord! Ich wiederhole, niemanden an Bord lassen! Das ist auch noch ein Alarm! Falsche Waffe. Arsenal. Flammenwerfer. Rotgewehr, schön. Müssen wir ein Scharfschützengewehr sein, gell? Ja. Au! Tut's auch nicht. Alle gekehren Wind, glaube ich. Wir brauchen Hilfe! Ja, ich würde ein bisschen beginnen sein. So. Ich glaube, das geht sogar. Nee, ich habe nur MG. Okay, warte. Ach, das ist kaputt. Fuck. Ja, ja, komm schon. Auf dem Weg. Abgeschützt! Jetzt wird's witzig!
So, das Ding brennt gerade. Ja, nice! Das wollte ich eigentlich sogar. Denn? Ah, ja, dann gehen wir da hoch. Oh, du Sau! Verpiss dich! Werf ich mal nicht? So? Natürlich. Aua! Viva la Revolution! Haben wir's jetzt? Ging halt nicht sneaky. Ich glaube, das wäre so oder so. Leider, wir sind fertig. Kraft der Schreck, oder? Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Dani. Boah, ich weiß nicht. Scheuen wir uns nicht zu früh. Ich bleibe zurück, bringe Sprengladungen an und sorge dafür, dass die Schiffe in die Luft fliegen. Gib Bescheid, wenn du fertig bist, Julio. Verstanden. Dani, ich bin auf dem Weg zu dir. Okay. Begib dich zu Claras Boot. Bist du, Clara? Würde ich auch gerade gern wissen. Ah, da. Ich komm, Schwester! Wuhu! Fast eine Punktlandung. Fuck. Viva Libertad, Dani. Viva la Revolution. Wenn es das gleiche Flex war. Bum, bum, bum. The boat is in the room. Krasses Feuerwerk. Muss man die lassen, so Clara. Du hast es geschafft, verdammt. Wir haben es geschafft, Dani. Das ist der Unterschied. Was wirst du tun, wenn du in Amerika ankommst? Alejo und ich wollten Drecksjobs machen, bis wir genug Kohle haben, um eine Werkstatt zu eröffnen. Wenn uns das Embargo der Yankees eines gelehrt hat, dann wie man die Dinge mit nichts am Laufen hält. Ist das dein Traum? Klar, die Yankees mögen dich dafür bezahlen, dass du ihre Autos parkst oder ihr Obst pflückst. Aber du wirst nie eine von ihnen. Den amerikanischen Traum gibt es nicht in unserer Farbe. Okay. Wenn wir schon dabei sind, unsere Träume zu zerstören, was hast du vor, nachdem du gewonnen hast, Presidente Garcia? Der nächste Präsident wird keine 6 Monate überleben, ehe man ihn ermordet. Moment. Was? So sieht's aus. Werden freie Wahlen dieses Problem nicht lösen? Was ist mit deiner Liste? Es ist eine Vision, Dani. Aber ich bin nicht so naiv, wie du denkst. Diese Revolution wird Yara befreien, aber nicht heilen. Wenn wir die Hauptstadt einnehmen, wird Yara brennen. Durch einen Bürgerkrieg, Fraktionskämpfe, Warlords, von außen unterstützte Staatsstreicher. Such dir was aus. Yaraner werden eine ganze Generation lang Yaraner umbringen. Aha. Dieser Kampf wird den Rest meines Lebens andauern. Yara steckt in einem Teufelskreis aus Tyrannei und Revolution. Mein Job ist es, uns aufzuzeigen, wie man ihn durchbricht. Das ist gar nicht dein Traum, oder? Du musst das tun. Wie kommst du darauf? Niemand wählt das freiwillig. Doch, Dani. Jeder, der mir folgt, der sich Libertad anschließt,
entscheidet sich freiwillig. Aber weißt du, ich sehe dich wirklich schon Regale in einem dieser riesigen Yankee-Supermärkte auffüllen. Fick dich. No, no. Ich glaube, nur so eine kleine Uniform stünde dir gut. Mit Namensschild und vielleicht einer schicken Schürze. Lass mich aus deinen Fantasien raus, Clara. Bienvenidos a mi casa. Ah, meine Lieblingsguerilleras. Ich habe meine Insel vermisst. Heute Abend wird gefeiert. Es tut mir leid, Jefa. Was gibt's? Julio ist noch nicht zurück. Wie viel Fluppe schmeißt denn eigentlich noch weg? Libertad wird euch wahre Yarana umbringen. Traidores, criminales! Puta. Mijo, der Unterschied zwischen wahren und falschen Yaranern ist oft schwer zu erkennen. Aber es gibt ihn. Ein wahrer Yaraner versteht, dass Treue zum Vaterland der Schlüssel zum Überleben ist. Nicht Gerechtigkeit, nicht Liebe. Nicht mal Familie. Die Treue zu einer Vision, die über ihn selbst hinausgeht. Komme mir da. Falsche Yaraner sind gern die Parias. Sie sind süchtig nach ihrer Perversion. Dem Chaos, den Lügen, wie wilde Hunde. Aber Hunde kann man erziehen, dem Paradies zu dienen. Und wenn ein Hund sich nicht erziehen lässt, so wie Julio hier, wie Clara Garcia, wie Libertad, dann müssen wir ihn einschläfern. Papa, ich habe verstanden. Schläfer Julio ein. Das ist ein schwieriger Schritt auf dem Weg ins Paradies, ich verstehe das. Aber verwirklichst du unsere Vision, dann verspreche ich dir, dass so etwas nicht mehr nötig ist. Ich komme, Lita. Schön. Dann genieß die Show. Regel 20. Once a guerrilla, always a guerrilla. Einmal ein Guerilla, immer ein Guerrilla. Julio hat eingecheckt. Todesbeweis. Er ist bei deiner Freundin Lita im Jenseits. Ich halte meine Versprechen. Du wolltest ein Boot, du hast ein Boot. Es ist ein schwimmendes Stück Scheiße. Würde dich an einen Strand bringen. So einen mit fetten Yankees. Ihr beide lasst mich einfach so gehen? Bullshit. Du hättest uns schon lange verraten können. Meine beste Guerriera. Ich verspreche keinen Sieg, noch nicht einmal, dass du überlebst. Was ich versprechen kann, du bist Fortunas Nummer 1. Klappt das immer? 50-50. Kann ich denn einfach gehen jetzt? Nibinga. Gut, also. Das Scheißboot soll vermutlich auf halbem Weg nach Miami ab. Warte mal. Kann ich bei. Gut! Also, schön war's. Ich hab keine Ahnung wohin, aber ich gehe dann mal. Viva la Adieu. Tschüss.
Das war wohl das kürzeste Far Cry ever. Wobei, nee, das andere war noch kürzer. Ging aber ein paar Minuten. Wo ist ja eigentlich lang? Okay, und dann links ab gleich. Okay. Disculpame, Clara. Nicht mein Kampf. Genau. Nicht unser Kampf. Da geht's raus. Immer der Sonne entgegen. Richtung Westen. Tschüss. Ich glaube, der hält es gut durch den Motor. Das passt. Doch, doch. Echt? Secret Ende? Lol. Sag bloß, ich hab Scheiße gebaut. Ich muss alles nochmal spielen, dann kotze ich. Trotz der Tragödie verspricht das Unternehmen, dass der bisher geheim gehaltene neue Park bald eröffnet werden soll. Weitere Meldungen. Der Krieg in Yara ist vorüber. Präsident Anton Castillo verkündete, dass Libertad-Anführerin Clara Garcia von Spezialkräften getötet wurde. Während die Pandemie die Welt weiterhin im Griff hat, überlegt die Regierung, einen weiteren landesweiten Lockdown zu erlassen. Aber spielen wir doch erst einmal etwas Heiteres. Ich rasch komplett aus, das gibt's doch nicht. Einfach so, YOLO! Strand? Kann ich nichts machen? Ah, okay. Da kann ich mir jetzt noch was tun. Woo! Das war Far Cry 6, Leute! Yeah! Also war echt, ich fand den Teil mega, der ging länger wie der andere das letzte Mal. Wo man gesagt hat, so mehr verhaftet der nicht, ne? Das war einfach mega. Aber ich glaube, ich kriege jetzt gleich echt Probleme mit dem Konto. Okay, wir hören ja nicht damit auf jetzt. Also bitte, ich wollte nur das Secret Ende nochmal sehen. Aber wenn wir gerade schon mal hier sind, können wir ein Audios nicht einfach mal einstellen, dass wir einen Streamer-Bonus gern hätte. Ich sag's nur. Nee, kein Streamer-Modus. Okay, aber wir haben das Ende schon mal erreicht. Geil! Ah, ist das nett. Also 3 Monate später ist er gestorben. Okay, Pandemie spielt den Ausbruch mit Corona. Also, dann spielst du nicht relativ aktuell. Doch! Warum will ich auf einmal die Yankee-Hymne singen? Einmal Benzin gefunden, sehr schön. Was ist denn das für ein stranges Feuer? Schalt halt aus. Jetzt ist kaputt geschlagen, aber gut. Ich hätte gerne abgereicherten Uranium. Das ist mein Büro, Juan. Du bist ein Arschloch. Ja, könnte man aussagen. Da war es gesagt, es gab einen Shop. Gut, dann an die Arbeit. Keine Waffe lohnt den Aufwand der Herstellung. Ja. Außer es ist gefährlich. Ist gut. So, aber ich bin jetzt überrascht, dass mir im Ganzen eigentlich so schnell ein Ende setzen könnte. Ah, noch mehr Materialios zum Einsammlers. Aber witzig. Ich dachte mir schon irgendwo, was war das Secret Ende? Das war eigentlich in jedem Far Cry der Fall. Also ziemlich viel. Ich weiß nicht, ob es beim allerersten auch schon der Fall war. So. Wieder auf der Suche nach. Nein, eigentlich nicht. Fahrzeugwaffen. Ah ja. Cool. Schneeschieber. Ah, ist Freischalter. Okay. Primärwaffe. Da hätte ich halt mal Schaden kriegen, aber die Genauigkeit ist deutlich höher. Fühle ich mal zu einem schweren Schaden zu. Ja, das ist okay. Etwas reduziert. Die Nachladegeschwindigkeit. Du hältst eine zusätzliche Supremo-Ladung, wenn du Gegner mit dem Kopfschuss tötest.
Haben wir noch Talisman der Anhänger? Gut. Wahrscheinlich sind wir noch kein Schießpulver. Nein. Ich habe manchmal das Gefühl, das kriegt man echt sehr viel später. Und nix im Game aber nicht. Chaos? Ja, ich komme ja schon. Lass mal quatschen. Kann ich eine Waffe ziehen? Nein, na, scheiß Radio. Willst du, dass ich dir die besten Supremos und Impro-Waffen mache? Dann brauchst du abgereichertes Uran. Zu deinem Glück lagert Castillo seine Vorräte bei den größten Kanonen auf der Insel, bei seinen Flugabwehranlagen. Wenn du etwas von diesem süßen Uran gefunden hast, kannst du es in mein Büro oder zu einem meiner Mitarbeiter bringen. Wenn du eine FND-Basis einnimmst, wird ein Mitglied vom Team Juan einziehen und dir Zugang zu meinem Inventar geben. Denk dran, gewisse Vorzüge sind an einen Rang geknüpft. Wenn Clara so freundlich ist, dich zu befördern, können wir dir bessere Ausrüstung geben. Halte einfach deine Pesos bereit. Auch in der Revolution gibt es nichts umsonst. Und ja, ganz unter uns, hier noch ein Guerilla-Geheimtipp. Hab ein bisschen Spaß, verdammt nochmal. Stirb mit einem Lächeln im Gesicht. Okay, das war's. Du kommst wieder. Sie kommen immer wieder. Verfolgen. Da waren wir aber halt noch nicht überall, ne? Da zum Beispiel. Und beim Schweinchen. Kann ich doch rüberfahren jetzt? Oder wie ist das? Nicht zur Verfügung. Achso, was auf Lager hat. Ach, deswegen. Ja, jetzt verpiss dich doch, Alter. Juans Waffen. Supremo Mods. Ja, ich bin Pfeil und Bogen, Alter. Wo ist denn dein Problem, Bruder? Ich will nur Pfeil und Bogen. Mehr will ich doch gar nicht. Ah, wahrscheinlich ist wieder gesperrt. Oh Gott. Schlimm. Okay, ist genau. Aber wir machen beim nächsten Mal weiter. Machen jetzt gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.